Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Kids Club. Heute werden wir ein Experiment ausprobieren. Was wir dazu benötigen, sind nur drei Dinge. Einmal Skittles, einen flachen Teller und warmes Wasser. Dadurch können wir dann einen Regenbogen herstellen. Freunde, ich würde sagen, wir fangen direkt dann auch mal an. Was wir zunächst machen müssen, sind einmal die Skittles auf dem Teller verteilen. Dazu nehmen wir einfach willkürlich Skittles raus. Wir müssen es nicht nach Farben sortieren und verteilen das dann hier am Tellerrand. So, wenn wir die Skittles an den Tellerrändern verteilt haben, nehmen wir das warme Wasser und kippen das da einfach mal rein. Ups. Und dann warten wir einfach mal ab, was passiert. So, von wie ich schon sehen könnt, die ganze Farbe verläuft hier ineinander. Hier hat es leider aufgehört. Ich gehe mal davon aus, dass es sich nicht besser verteilen konnte. Aber wie ihr hier sehen könnt, wenn man das Ganze hin und her schiebt, entstehen schon coole Sachen, die man dann machen kann. So, jetzt ist aber alles durcheinander gemischt. Freunde, ich würde sagen, das Experiment ist gelungen, weil es sieht sehr cool aus. Das kann man auch sehr schnell selber machen. Wir brauchen, wie gesagt, nur Skittles, einen flachen Teller und ein bisschen warmes Wasser reingießen und dann einfach warten, was passiert. Freunde, das war es auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Sonst für weitere Videos einfach den Kanal abonnieren. Ist auch alles kostenlos, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn euch nämlich das Video wirklich gefallen hat, ich werde das nochmal mit anderen Süßigkeiten ausprobieren. Auf jeden Fall abonniert einfach unseren Kanal, sonst schaut einfach nochmal in die Playlist, was wir noch so für euch alles gemacht haben. Denn die liebe Katja, Nina und Eva sind natürlich hier auch mit auf dem Kanal. Sonst findet ihr mich auch in aller Munde, verlinke ich euch in der Infokarte. Da mache ich auch sehr viele Experimente mit Süßigkeiten, wo ich unter anderem Sachen aufkoche. Schaut euch das einfach mal an, falls ihr noch nicht bei mir auf dem Kanal wart. Sonst findet ihr mich auch natürlich hier auf DIY Kids Club. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder und hoffentlich bis bald. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt. Tschüss!